Ja. Doof, 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 doof. Ich hoffe. Wo müssen wir lang? Oh Mann, oh, es tut mir so leid. Was soll ich denn machen? Hier lang? Oder da unten lang? Nee, da hinten, da haben wir ja bloß im Kreis. Ach Mann, oh, ach, das ist der doof. Ach, schade. Das sollte kein. Ich habe versucht, das zu retten, aber es hat nicht mehr geklappt. Ach Mann, oh. Wir sind zu spät, Jowen. Sie sind schon hier. Wir sitzen in der Falle. Alles wird gut. Wir kommen hier schon raus, Lilly. Versprochen. Eine Anwärterin paktiert mit einem Blutmagier. Ich bin sehr enttäuscht, Lilly. Sie wirkt schockiert, aber im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Sie ist also keine Vasallin des Blutmagiers. Ihr hattet recht, Irving. Die Anwärterin hat uns hintergangen. Die Kirche wird eine angemessene Strafe verhängen. Und hier ist eure Lakaien, die Missetäter so geschickt in unsere Hände gebracht hat. Euer Plan hat tatsächlich funktioniert. Das Gefängnis der Magier? Nein, bitte nicht! Nicht dorthin! Nein! Fasst sie bloß nicht an! Oi. Oh mein Gott. Und ich habe ihm geholfen. Ein Erbauer! Blutmagie! Wie konntest du? Du sagtest, du würdest nie... Ich gebe zu, ich habe es versucht. Ich wollte ein besserer Magier werden. Blutmagie ist böse, Jowen. Sie vergiftet die Leute. Verändert sie. Ich werde sie aufgeben. Die Magie überhaupt. Ich will nur bei dir sein, Lilly. Bitte komm mit mir. Ich habe dir vertraut. Ich wollte alles für dich opfern. Ich weiß nicht, wer du bist, Blutmagier. Bleib weg von mir. Ach nein. Ach Gott. Ach, so ein Mist. Seid ihr wohl auf? Wo ist Gregor? Ich wusste es. Blutmagie. Aber dass er so viele besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass er so mächtig ist. Erstens, er hat mich belogen. Zweitens, Jovan sagte, er sei kein Blutmagier. Drittens, ich fasse es nicht, dass er das getan hat. Viertens, ich wusste, dass er sich verdächtig benommen hat. Wir nehmen zweitens. Keiner von uns hat damit gerechnet. Seid ihr wohl auf, Gregor? So wohl auf wie unter den Umständen möglich. Hättet ihr mich früher handeln lassen, wäre das alles nicht passiert. Jetzt haben wir einen Blutmagier auf der Flucht und keine Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Erstens, ja, Jovan hat seine Phylakterion zerstört. Zweitens, euch fällt sicher etwas ein. Drittens, er kann noch nicht weit sein. Ihr könntet ihn immer noch fangen. Wir nehmen erstens. Wo ist das Mädchen? Ich bin hier, Sir. Ihr habt einem Blutmagier geholfen. Seht nur, wie viele gute Männer er verletzt hat. Erstens, ihr habt Jovan dazu gezwungen. Zweitens, Lilly wusste nicht, dass Jovan ein Blutmagier ist. Drittens, sie hat es aus Liebe getan. Viertens, ja, Lilly, du hättest es besser wissen müssen. Viertens fällt weg. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen drittens. Spart euch die Mühe. Ich kann für mich selbst sprechen. Kommandant, ich war im Unrecht. Ich war die Komplizin eines Blutmagiers. Ich akzeptiere jede Strafe, die ihr für angemessen haltet. Sogar Eona. Weg mit ihr, aus meinen Augen. Nun zu euch. Ihr wart in einem Repositorium voller Magie, die aus gutem Grund weggesperrt ist. Habt ihr etwas Wichtiges aus dem Repositorium an euch genommen? Was machen wir denn jetzt? Machen wir uns. Also, wir haben die Möglichkeit, ja, diesen Stab. Ihr könnt ihn zurückhaben, wenn ihr wollt. Zweitens, überreden, beziehungsweise lügen. Nein. Drittens, ja, der Stab. Wir lügen nicht mehr. Wir nehmen erstens. Wenigstens ein Rest Ehrlichkeit. Aber eure Possen haben diesen Zirkel zum Gespött gemacht. Was sollen wir mit euch machen? Erstens,
Ihr wollt doch aber doch Jovan, nicht mich. Zweitens, gar nichts. Ich habe nur getan, was mir befohlen wurde. Drittens, ich wusste nicht, dass er ein Blutmagier ist. Ich nehme zweitens. Wie gesagt, sie war in meinem Auftrag tätig. Und das macht es besser? Die Kammer der Phylakterien steht nur euch und mir offen. Ich hatte meine Gründe. Ihr seid nicht allwissend, Irving. Ihr wisst nicht, wie viel Einfluss dieser Blutmagier bereits hatte. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Kommandant, wenn ihr erlaubt. Ich suche nicht nur Magier, die sich der Armee des Königs anschließen. Ich rekrutiere auch für die Grauen Wächter. Irving sprach sehr lobend von dieser Magierin. Und ich möchte, dass sie zu den Wächtern kommt. Was? Ihr habt ihm einen neuen Grauen Wächter zugesagt? Sie hat dem Zirkel gut gedient und würde einen ausgezeichneten Grauen Wächter abgeben. Unsere Rekruten müssen entschlossen handeln. Der Kampf gegen die Dunkle Brut erfordert das. Oftmals auf Kosten von allem anderen. Ich erhebe Einspruch. Ihr sagt, sie hätte eure Befehle befolgt, Irving, aber ich traue ihr nicht. Ich muss den Fall untersuchen und werde diese Magierin nicht dem Grauen Wächter überstellen. Mi, Zicke. Erstens, ich wollte mich schon immer als Magierin beweisen. Zweitens, wenn die Grauen Wächter mich wollen, gehe ich mit Freuden mit. Drittens, ich bin eine Magierin, mein Platz ist hier im Zirkel. Ich nehme zweitens. Gregor, wir brauchen Magier. Wir brauchen diese Magierin. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als Blutmagier, und ihr wisst das. Ich nehme diese junge Magierin unter meine Aufsicht und übernehme für all ihre Taten die Verantwortung. Diese Magierin verdient keinen Platz im Orden. Warum nicht? Belohnen wir Einsatz nicht? Diese Magierin hat dem Zirkel einen Dienst erwiesen. Von so einer Möglichkeit wagen wenige auch nur zu träumen. Verspielt sie nicht. Erstens, was wird mich erwarten? Drittens, dann werde ich also ein grauer Wächter. Zweitens. Und drittens, muss ich den Zirkel für immer verlassen? Ich nehme zweitens. Ja, seid stolz darauf. Ihr habt mehr Glück, als ihr ahnt. Erstens, danke für alles, erster Verzauberer. Zweitens, dann habe ich hier wohl nichts mehr zu erledigen. Drittens, vielleicht wissen die grauen Wächter meine Talente mehr zu schätzen. Viertens, es wird traurig sein, den Zirkel zu verlassen. Ich nehme erstens. Komm, dein neues Leben wartet. Höhö, das ist bestimmt nur, weil ich ihn in sein Zimmer gebracht habe. Werde eine Heldin, ich werde eine Heldin, ich werde eine Heldin. Verrat wird belohnt, was ist das nur für eine schlechte Welt? Tralala, tralala. Das ist wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar. Am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ist sie das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, meine Liebe. Wie ist euer Name? Erstens, können wir das nicht überspringen? Es war eine lange Reise. Zweitens, ich bin Tiada, Euer Majestät. Drittens, ich bin nicht eure Liebe, Gebieter der Menschen. Zwei. Da habt ihr aber einen wilden Neuzugang, Duncan. Und ich dachte schon, die Wächter bestünden nur aus langweiligen Priestern. Wie ich sehe, seid ihr vom Zirkel der Magie.
Ich nehme an, ihr kennt einige Zauber, die uns in der kommenden Schlacht nützlich sein werden. Erstens, ich werde selbstverständlich mein Bestes geben. Zweitens, ich wirke meine Zauber nicht auf Kommando. Drittens, ich habe meine Ausbildung gerade erst abgeschlossen. Wir nehmen erstens. Hervorragend. Wir haben hier zu wenige Magier, also ist uns jeder weitere willkommen. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die Grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Erstens, ihr seid zu freundlich, Euer Majestät. Zweitens, wir werden sehen. Drittens, euer Willkommen bedeutet mir nichts, Gebieter der Menschen. Wir nehmen erstens. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Erstens, mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Zweitens, es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Drittens, ihr klingt, als wäret ihr euch dessen sicher. Manche würden sagen, zu sicher, nicht wahr, Duncan? Euer Majestät, ich bin mir nicht sicher, dass sich die Verderbnis so schnell beenden lässt, wie ihr erhofft. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Amara. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Okay, wir haben einen kampfessüchtigen Feldherrn. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Mensch, so viele Gespräche zu führen. Erstens, du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Zweitens, er schien die dunkle Brut nicht besonders ernst zu nehmen. Drittens, vielleicht ist es dann doch keine wirkliche Verderbnis. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Erstens, dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Zweitens, was soll ich deiner Meinung nach tun? Drittens, warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den grauen Wächtern zu haben. Viertens, doch, das könntest du, wenn er nicht so ein Dummkopf wäre. Fünftens, glaubst du, wir sind in Gefahr? Ja, dann nehmen wir mal viertens. Du solltest nicht so über den König reden. Er mag übereifrig sein, aber er ist auch einer der wenigen Verbündeten der Grauen Wächter. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Erstens, was muss ich tun? Zweitens, wovon sprichst du, welches Ritual? Drittens, es wäre nett, vorher etwas Warmes zu essen zu bekommen. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der Grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke. Okay, es wird gespeichert.